aber der nächste Franzose, Cyprien Sarrazin. Sie haben es eingeblendet gesehen, letztes Podium, also letzter Podestplatz, zweiter in Alta Badia 2019, gleichbedeutend mit dem bisher einzigen Podestplatz im Weltcup. Aber er kurz im Moment, gerade überrascht gewesen, hat ihn aber schnell umgestellt, schnell reagiert. Alles abgraben. Ein wahnsinniger Steilhang, extrem steil eben, sagt ja der Name logischerweise, aber auch extrem lang. Der Vorsprung ist weg. Im Vergleich mit dem führenden Simon Mauerberger. Ja, und wenn gerade von dieser Zeit, Zwischenzeit zu der nächsten, wenn man da nochmal zurückkriegt, spricht dafür, dass das Tempo nicht gleich hoch ist. Verliert dann noch ein Video.